Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Andres. Was ist der Bus oder was? Das ist der Bus, ja, aus dem Intro. Der hat ja einen Unfall gehabt. Taylor. Taylor sieht ein bisschen aus, Oh, John. Ach, krass, sind jetzt wo zur Hölle ist Daniel? Ich kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Machst du die Schwester. Okay, was soll ich tun? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen, sofern du das hinkriegst. Was soll der denn hier, Alter? So, hier habe ich schon versucht. Mach mal halblang, du Held. Telefonieren klappt nicht. Kein Empfang. Versuch's nochmal. Arschloch. Richtig. Ich hoffe, das hier kommt an. Die gefällt mir schon. Hey, Andrew, Kumpel. Wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst. Kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Ja. Ist da jetzt noch jemand oder wie? Wo ist überhaupt der Busfahrer hin? Tja, ich wollte gerade sagen, der Busfahrer, Scheißteil, verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Okay. Wo ist das? Das ist jetzt Dennis. Unser ehemaliger Bruder? Genau. Daniel. 20 Jahre alt, College Student. Fuck! Wo ist mein Handy? Ja, wo ist jetzt dein Handy? Wer ist sie denn? Angela! Erwachsener Student, schön. Grob, verständnisvoll. Ja, ist ein bisschen grob. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John! Du Daniel? Nicht. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Was sind denn das für fürchterliche Synchronstimmen eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Hey Taylor, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Hey, warte. Ja. Ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. So schlimm? Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Quick time. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war
Schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Warum vom Bus weggehen? Das ist mal, ne? Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Ich wollte gerade mal sagen. Ah, nee, warte mal. Bin ich das jetzt wieder? Ja, du bist es. Wo ist der Busfahrer? Jemand wird kommen. Naja, wo ist der Busfahrer? Sag mal. Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Ja, bestimmt. Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er ist sofort gestorben. Ja, vor allen Dingen ist er auch einfach abgehauen. Nee, aggressiv. Vielleicht hat er sich ja am Kopf verletzt und irrt jetzt durch die Gegend. Also bei John verkacken wir die ganze Zeit. Halt hier. Ist mir egal. Ich kann ihn jetzt schon nicht. Hey, Professor! Nein. Er ist Professor, oder? Oh, mein Kopf. Bleibst du hier? Ich will nicht allein warten. Er hat schon recht. Wir sollten zusammenbleiben. Ich habe auch kein Netz. Ist wohl ein Funkloch. Oder du hast die Rechnung nicht bezahlt. Hast du den vom Unfall? Ach, glaub schon. Was war das? Dezente Würgemale. Oha. Ja, habe ich vom Unfall. Genau. Wollen wir uns den Unfall noch mal ein bisschen angucken? Aber ganz kurz. Folge John, trifft dich mit Angela und finde den Busfahrer. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es hier noch irgendwas... Falscher Weg. Ja, ja. Wir sollten zur Stadt laufen. Magic. Alle drei zusammen. Wie man schöne Astmuster an Bäume hängt. Oh, du und die Hexe von Blair. Was hat die denn für einen ekelhaften kleinen Fingernagel? Oha. Ein Augenöffner. Weekly Report räumt mit einigen historischen Irrglauben auf inspirierende Arbeit von Anne Jackson, The Evening Observer. Ein faszinierender Einblick, American Books Magazine. Klar. Nee, ja. Die wilde Magie, eine Geschichte der modernen Heidentums S. Newton. Sagt er dir was? Nein. Ey, du. Hätte ja sein können, dass das vielleicht... Nee, ich warte noch auf den Film. Oh, wir können hier sogar reingucken. Guck mal. Ach du Schande. Okay. So, haben wir dann hier noch andere schöne Kleinigkeiten. Wisst ihr, wären wir jetzt nicht einfach losgegangen, hätten wir das gar nicht gesehen. Richtig. Schneidezähne des Busfahrers gefunden. Na gut, dann gehen wir mal eben John mal hinterher. Was? Zeig ihm mal etwas mehr Respekt. Wem? Er denkt, er ist schlauer als wir, aber sein Wissen bringt uns hier nichts. Er ist so arrogant, als wäre das hier sein normaler Campus. Ist aber auch ständig an die Piste Tusse, ey. Ja, gut, das kann ich auch nicht leiden, aber... Welcome to Silent Hill. Ja, hier könnten sich versteckte Informationen befinden. Willkommen im durchgestrichenen Hoffnung aufgeben. Abandon Hope. Sehr schön. Na, tolle Wurst. Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Nein. Vielleicht würde ich auch nicht unbedingt fragen, der noch niemanden will. Das solltet ihr beide kennen. Genau. Wieso? Was? Warum? Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Aha. Woher? Weißt du das? Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr lese ich. Okay, die nächste Antwort ist auf jeden Fall sarkastisch. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Dein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Hat auch wieder recht.
Wenn ich jetzt hier, ich würde ihm gerne noch eine kesse Antwort geben. Eine kesse Antwort? Den Haarschnitt ist schon kässchenhoch, finde ich. Schön, euch beide zu sehen. Wir haben es auch geschafft. Alles okay? Uns geht's gut. Aber am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Was machen wir jetzt? Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Okay. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Ach so, los! Jawohl! Gar nicht aufgepasst gerade. Gut gemacht, ihr zwei. Aber es ist schon mal cool, dass du jetzt halt schon mal irgendwie den Tipp bekommst, dass vorher gleich, also dass das passiert. Wir sollten beim Bus auf Hilfe warten. Ich mag Johns Plan mit der Stadt nicht. Wir hatten diese Diskussion doch schon beendet. Ganz offensichtlich nicht. Stimmen wir doch ab. Warum abstimmen? Der Plan steht doch. Komm mal hier genervt, Alter. Du hast überhaupt nichts zu vermelden. Nur weil du Lehrer bist, hast du hier noch lange nicht das Sagen. Wir entscheiden selbst. Manche von uns sollten nichts entscheiden. Sorry, aber können wir das vielleicht verschieben? Ehrlich. Aber du bleibst doch bei mir, oder? Na, das ist ja die ganz große Liebe. Wenn du mir etwas sagen möchtest, dann los. John hat recht. In der Stadt werden wir am schnellsten Hilfe finden. Zufrieden? Klar. Hast sicher recht. Versuch's mal mit Höflichkeit. Von Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. So sieht's aus. Was gab's da zu lästern? Muss er immer deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Achso, bin ich ja schon wieder. Ich bin überall hier, ne? Hast du Witze? Er ist nicht mein Freund. Nee. Was hast du ihr erzählt? Überhaupt nichts. Das geht dich überhaupt nichts an. Ich bin doch mit John zusammen. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das mit der Stadt so klug ist. Was ist? Ich warte lieber beim Bus, während ihr alle tut, was ihr nicht lassen könnt. Kommst du mit und wartest mit mir? Diesmal hat der Lehrer recht. Am besten, wir gehen in die Stadt und holen Hilfe. Na gut, komm, hier, mach mal lässig. Was meinst du? Gehst du mit mir zurück zum Bus? Ich denke, die Stadt ist unsere beste Chance, Hilfe zu finden. Toll! Komm, Taylor, jetzt bleib doch bei uns. Nö. Es ist gefährlich, hier draußen alleine unterwegs zu sein. Komm mit uns. Ich komm schon ohne euch klar. Ich halte ein Auto an und dann sammeln wir euch ein. Gut, das ist auch nicht die cleverste Idee, aber okay. Komm mit also, uns, ihr spinnt doch. Mit euch ad hoc, muss ich sagen, alle, bis auf Andrew, können von mir aus sterben. Bis jetzt mag gar keinen von denen, Alter. Also. Ich bin doch weggelaufen. Aha. Du hast ja doch noch Vernunft angenommen. Schon wieder hier? Warum? Das macht keinen Sinn. Sie ist voll weggetreten. Oh, diese Oma. Was soll das denn werden? Entscheid dich mal. Lol, ist sie in die Richtung gelaufen und da wieder angekommen? Ja, so Möbius-Schleifen-Style. Warte, was wird das? Taylor? Vorsicht! Was? Was ist los mit dir? Warum bist du wieder hier? Ich weiß es doch auch nicht! Ich laufe immer von euch weg! Es fühlt sich so an, als könnte ich nicht entkommen! Nein. Okay, wie wär's damit? Die Stimme, ey. Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Jetzt bin ich mal gespannt. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, ich komme. Ja, bitte noch alle an die Hände fassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wieder zum Bus zurückkommen oder ob wir wirklich immer wieder... Na, ich glaube nicht. Wir ploppen jetzt da gleich beim Tor wieder raus und sagen... Oh ja... Toi, toi, toi. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Ist nicht möglich. Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich habe auch eine nette Theorie.
Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Wir duzen uns schon. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Ja, ist okay, komm, tut mir leid. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe. Wir sind ein bisschen aufgebracht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Wir schaffen das. Zusammen finden wir hier raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg und zwar nicht klar denken. Den Sport. Warum ich? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Zeit dafür. Wohin gehst du? Ohne mich? Oh. Komm schon, wir gehen mit. Ich dachte, er ist nicht dein Freund. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Woher kommt denn der Fleck? Weiß auch nicht. Ist wohl beim Busunfall passiert. Genau. So, Benni, hast du schon mal eine Theorie? Also weil letztendlich ist es ja schon, diesmal ist es kein Gas, was austritt. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Nee, diesmal nicht, aber ich glaube, dass alle Personen, die du da siehst, eigentlich eine Illusion sind von Andrew. Dem Tod. Vergiss es. Weil du hast ja schon selbst richtig erkannt. Ja, genau. Gott, da ist eine schwarze Katze. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Dieses Gemäuer. Welche Taste? Sorry. So, ein Holzhaus, da ist nämlich die Mauer. Dieses Gemäuer. Das ist die Frage, wir können ja hier noch mal ein bisschen was... Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Da ist auf jeden Fall schon mal Licht. Kann man ja schon mal Hallo sagen. Dann los. Wir kommen nach. Was? Wieso nach? Naja, wir anscheinend da nicht... Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Du verschweigst mir doch was. Du meintest, ich sei nicht dein Freund. Als wäre das was Schlimmes. Ach, ist das dein Ernst? Erst der Busunfall, dann dieser Nebel und du zickst rum wegen eines Labels? Du willst mich also nicht mit dem Label Freund versehen. Was bin ich dann für dich? Entspann dich. Ich wollte dich doch nur ärgern. Genau. Eben klang das aber noch nicht nach Ärgern. Ach komm schon. Schelmisch. Ach, jetzt komm schon. Die Verdrießlichkeit steht dir nicht. Du behandelst uns wie Dreck. Was? Jetzt bin ich aber sprachlos. Vielleicht hatte sie ja recht. Aber jetzt vergiss es. Womit denn? Stehst du mehr auf ältere Frauen? Hast ja förmlich an ihren Lippen gehangen. Oha. Ich versuche wirklich, dich zu mögen, aber du machst es mir nicht leicht. Also wirklich? Wenn du willst, dass ich dich ernst nehme, musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen, als du es bisher getan hast. Oh, die ist so bitchy, ey. Ja, aber ist man, ne? So ein bisschen. Alles gut? Alles in bester Ordnung. Ja, da ist aber auch gerade einen Blick drauf gehabt. Ja, also. So, John, jetzt machen wir weiter. John Boy.